Mit dieser Wahnsinnsrunde geht unser Halloween-Special weiter, ihr Lieben, im Ridgeview Courthouse hier bei Peter Norris. Heute sollen wir von Peter ein Geisterfoto schießen, den Geisterbereich mit Räucherwerk reinigen und unter 25% Sanity kommen. Es schneit übrigens. Ja, könnte uns passieren an Halloween, dass es schneit? Mal gucken. Wir nehmen hier die Taschenlampe auf Stufe 3 mit, dann ein EMF-Messgerät und auch schon mal eine Fotokamera. Wir kriegen nur einen Beweis, statt mit 75% Sanity, und vielleicht kriegen wir auch gleich ein Event reingedrückt. Dann ist das mit der Kamera doch recht passend. So, auf geht's. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Gleich um 23 Uhr geht's ja weiter mit Tür ohne Journal. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Aber erstmal hier auf Wahnsinn. Gib mir ein Zeichen, bewege etwas. Sicherungskasten vielleicht in der Garage. Nein, dann im Keller. Knochen. Sind wir hier noch nicht? Kein Versteck hier. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Gut. Bewege etwas. Gib mir ein Zeichen. Noch höre ich nichts. Kellerversteck ist auch nicht da. Sicherungskasten hier drüben. Gib mir ein Zeichen, bewege etwas, mach etwas. Hier fröstet es ein wenig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es draußen schneit. Licht mache ich mir jetzt hier mal aus im Keller. Hier hätten wir ein offenes Versteck. Na, immerhin. Ziemlich zentral gelegen. Ich guck mal oben nach. Hier brennt schon das Licht, das heißt, die Mare ist raus. Und hier oben waren wir noch nicht. Das heißt aber auch, dass wir höchstwahrscheinlich einen Flurgeist haben. Okay. Gut. Bin sofort wieder da. Jetzt hole ich mal unser Thermometer. Thermometer und zwei Kruzifixe, da ich denke, dass es ein Flurgeist ist. Leider. Aber machen wir das Beste draus. Zwei Kruzifixe und Reinhold Messner kommt mit. So. Ein bisschen gegenmessen hier unten. 2,2 bist du hier. Und bist einfach nur ein bisschen gewandert. Das ist nämlich sehr kalt. Jetzt müssen wir mal schauen. Bist du hier? Das ist nämlich auch ein separater Raum hier, dieser Flur. Aber es wird eher hier der S-Bereich sein. Jetzt weiß ich nicht, was mir lieber ist. S-Bereich oder Flur? Sind es vielleicht sogar die Zwillinge? Wobei der andere Zwilling hier oben haust. Ja. Ich denke tatsächlich, wirklich... Sieht man ja auch, dass er hier ist. 4,5 Grad. Dann lege ich mal hier ein Kruzifix hin. Und hier. Gut. Dann hole ich mir die Sachen mal runter. Vielleicht kriegen wir auch noch was mit dem EMF drauf. Aber es kann auch sein, dass er nur ein bisschen gewandert ist. So. Die lasse ich mir mal hier liegen. Dann werde ich mal ein Buch auslegen. Das dauert ja manchmal ein wenig. Deswegen sollten wir das so früh wie möglich auslegen. Mal die Orb-Kontrolle durchführen. Videokamera. Buch. Und vielleicht schon mal eine UV mitnehmen, falls er gerade wo klopft oder sowas. So, Orb-Kontrolle. Dann stelle ich mir einfach mal die Videokamera hier hin. Orb sehe ich aber so nicht. Ja. Passt schon. Buch. Hier hat er nichts gemacht. Okay, dann hole ich mal ein wenig Salz. Die Fotokamera würde ich ganz gerne mitnehmen.
So wie ich mein Glück kenne, gibt er uns gleich ein Event. Vor allem, wenn die Lichter aus sind, sind die Geister eh ein bisschen aktiver. Vielleicht können wir dann das Phantom schon mal testen. Dann hol ich lieber schon mal Salz. Und wir werden die Box mal benutzen. So, eine Salzspur hier, eine hierhin. UV dazwischen. Ja. Gucken wir mal. Bist du hier? Bist du da? Ultraviolett ist raus und damit auch auf jeden Fall der Obake. Denn Ultraviolett ist der Pflichtbeweis vom Obake. So. Der ist auf jeden Fall weg. Gut. Orb haben wir auch nicht gesehen. Das werde ich aber gleich nochmal kontrollieren. Bleibt es dabei, dass der Orb weg ist, ist auch der Mimik weg. Der Mimik hat immer einen Orb dabei. Gut. Was sagen die Temperaturen hier? 8 Grad. Darf ich das so verstehen, dass du wechselst? Magst du mich gar nicht? Du bist hier? Ja. Er hat gewechselt. Gorio raus. Ich überlege. Dann werde ich einfach das ein bisschen umlegen. Gorio raus. Dann werde ich auch mal das Buch umplatzieren. Und jetzt klopft er hier. Können wir auch noch mal gucken. So. Nein. Und wir können mal gucken, ob das vielleicht ein 5er-Ausschlag ist. Nur ein 2er. Foto zählt auch noch. Sehr gut. Also, Box. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Was willst du? Bist du hier? Magst du mich? Liebst du mich? Magst du eine Pizza? Magst du eine Currywurst? Bist du hier? Magst du eine Bratwurst? Auch nicht. Da fliegt was. Im Äffchen. So, ihr Lieben, da war eine ganz kurze Störung. Viel habt ihr aber nicht verpasst. Das Buch wurde rumgeschmissen. Alles klar. Also, Buchbeweis gibt es nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich überlege, einmal die Dröhnung zu nehmen. Mache ich auch, glaube ich, jetzt. Einmal werde ich die Dröhnung nehmen. Ja. Da ist der Foto. Dann schaue ich mal. Also, wir kriegen keinen Bucheintrag. Wir haben keinen ultravioletten Orb. Haben wir auch noch nicht gesehen. Wobei, wir müssen nochmal nachgucken. Denn der Geist ist ja höchstwahrscheinlich in der Küche aktiv jetzt. Sehen wir aber nicht. Ich werde jetzt auch nochmal die Box ausprobieren. Hier nochmal messen. 4 Grad. 4,2. Ist er denn jetzt hier? Der wandert ja richtig. Sicherung ist raus. Das heißt, der Djinn ist ebenfalls weg. Sind es vielleicht wirklich die Zwillinge? Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir an mehreren Standorten, hier war die Sicherung, Interaktionen haben. So, auf jeden Fall wissen wir, dass der Djinn raus ist. Ein Djinn kann die Sicherung nicht rausmachen. So, wir sind gleich wieder oben und haben Licht. So, wunderbar. Jetzt werde ich noch mal schauen, wie kühl es hier ist. 4,3. Bist du da? Bist du hier? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Ach, verdammt. Jetzt hätte das gerochen. Bist du da? Bist du hier? Okay, ich hole mal die Dots-Projektoren. Vielleicht kriegen wir auch einen Dots-Beweis.
Einen Dots-Projektor holen wir. Das reicht erstmal. So. Ein Orb haben wir immer noch nicht gesehen dort. Das war jetzt einmal hier. Und einmal hier kurz hintereinander. Das sind für mich eigentlich die Zwillinge. Das sind für mich die Zwillinge. EMF Level 5. Gefriertemperaturenbox, genau. Gefriertemperaturen kriegt man hier manchmal sehr schwierig. EMF Level 5. Ich probiere nochmal die Box aus. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Da muss natürlich alles für aus sein. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie alt bist du? Sind es doch die Gefriertemperaturen? Er will jagen. Er wollte von hier aus loslegen. Das sind zwei Fotos. Jetzt können wir mal schauen. EMF, wo habe ich dich hingeworfen? Hier, ob das vielleicht ein Fünfer war. Ein Zweier. Okay, ich mache einen Vorschlag. Wir machen die Jagd mit. Und hören mal. Und gucken. Also wenn er jetzt wieder dahin gewechselt ist, kann es vielleicht sein, dass es doch keine... Das war ein Event wieder. Ist es auch so kühl? Das sind die Drillinge, glaube ich. Ja, so viele Interaktionen. Wo haben wir denn hier ein Versteck? Haben wir nur unten das? Moment. Du bist ein Verfolger. Bist du ein Verfolger? Mal nichts frei. Geh mal nach unten. Das wird mir hier ein bisschen zu heiß. Also ist ja durch Salz gelaufen. Das heißt, das Gespenst ist raus. Ich bin beim Phantom tatsächlich. Es kann schief laufen, wenn wir uns da einfach so verstecken. Weil auch das Phantom kann so ähnlich wie das Gespenst bei uns mit der Jagd starten. Deswegen werde ich einfach mal räuchern wollen. Vielleicht kriegen wir während der Jagd auch ein Foto hin. Ich probiere das einfach mal. Werde mich aber jetzt sehr weit weg vom Geisterraum positionieren. Der irgendwo hier unten ist, denke ich mal. Hier ist alles kaputt. Du verfolgst aber extrem. Du verfolgst ja extrem. Ich brauche Licht. Jetzt warte ich doch mal hier. Hier hätten wir auch ein Versteck. Sehr gut. Ich warte jetzt einfach mal. Da geht's los. Sind die Zwillinge. Wie vermutet. Das war oben ein Event eben.
weil der zweite, der Fake-Zwilling sozusagen, halt oben agiert. Das sind aber die Zwillinge. Er war etwas langsamer. Das sind auf jeden Fall die Zwillinge. Foto haben wir nicht hinbekommen. Bin mir aber sicher, dass wir früher oder später noch ein Event abbekommen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal komplett die Dröhnung. Genau, wir sind auch schon unter 25%. So. Ich will, dass wir das Geisterfoto noch hinkriegen. Ja. Wir können noch 4 Fotos schießen. Einen Slot brauchen wir noch für das Geisterfoto. 4 können wir noch. 4 können wir noch. Dann nehme ich mal Salz mit. Salz haben wir bisher auch noch nicht fotografiert. Dann passt das ja gut. Bist ja hier aktiv. Hier läufst du dann auch nochmal durch. 1, 2. Dann komm, gib mir ein Event. Zeig dich. Auf Wahnsinn haben wir keine verfluchten Besitztümer. Das heißt, wir können auch nicht darauf hoffen, dass da unten der Beschwörungskreis ist. Aber dann hätten wir den natürlich auch schon gesehen. Da kann man so ein Geisterfoto sehr schön mitmachen oder mit der Affenpfote. Wenn man sich wünscht, den Geist zu sehen. Oder wenn man halt unten die Kerzen anzündet vom Beschwörungskreis. Dann kriegt man erst ein Event und erst dann startet die verfluchte Jagd. Laufe durch Salz. Schauen wir nochmal, was die Temperaturen hier sagen. 8,7. 15. Ja, ich glaube, dieser zweite Zwilling, der halt nur EMF-Ausschläge von sich gibt, der kann... Ist er doch hier? Ja. Der kann nur innerhalb von 16 Metern agieren um den eigentlichen Geist herum. Und der Hauptgeist, also der Hauptzwilling, der gibt auch die Beweise. Wie beispielsweise Gefriertemperaturen. Und der andere gibt nur EMF-Ausschläge. So, nicht diese Tür. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Das war ein Ball. Den habe ich auf jeden Fall gehört. Keine Ahnung, wo der hingerollt ist. Hier ist er noch immer nicht durchgelaufen. Weißt du was, dann hole ich mir jetzt nochmal Salz. Vielleicht auch eine Kerze. Er scheint jetzt auf jeden Fall oben im Flur zu sein. Ja, Kerzen. Ja, dann müssen wir das so mitnehmen. Salz. Ja, dann wird der Hauptzwilling oben sein. Und wie gesagt, in einem Radius von 16 Metern ist dann der Nebenzwilling. Der halt nur EMF-Ausschläge geben kann, aber keine Beweise. So. Dann hier hin, dorthin. Dann ist das hier dein Raum. Und hier kriegen wir dann auch irgendwas an Beweisen, denke ich mal. Vielleicht ist der Nebenzwilling jetzt hier. Box mal ausprobieren. Bist du da? Bist du hier? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie alt bist du? Ach, hier wäre der Ball gewesen. Bist du da? Ist jemand bei mir? Das war das Licht. Er spielt mit dem Ball. Haust jetzt hier drin. Ja, 2 können wir noch. Beziehungsweise nur 1 plus Geisterfoto. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie alt bist du?
Bist du da? Bist du hier? Okay, vielleicht ist es dann doch die Gefriertemperatur, die wir kriegen. Gucken wir mal. Also mit den Zwillingen bin ich mir sehr sicher. Zu 99% eigentlich schon. 2,7. 2,0. Sicherung ist drin. 1,7. 21 Grad. Ah. So, Geisterfoto dann noch. Durch Salz ist er gelaufen. Oder es ist vielleicht... Da läuft er nochmal durch Salz. Ein EMF-5-Ausschlag, weil ich denke, dass wir die Gefriertemperatur dann jetzt auch schon längst gesehen hätten. Also war das hier eben gar kein Verfolgen, sondern sein Geisterraum war hier. Zeig dich. Ich werde mir jetzt sicherheitshalber auch nochmal Räucherwerke holen. Das Geisterfoto will ich hinkriegen. Ja. War aber eine sehr interessante Runde, wie ich finde. Aber die Zwillinge hat man dann relativ schnell auch anhand der Zwillingsinteraktionen, an den Doppelinteraktionen erkannt. Ich lasse jetzt einfach das Licht mal aus, damit er aktiver wird und mir ein Event gibt. Ich weiß, wir haben hier kein Kruzifix mehr. Ah, verdammt. Das ist der etwas schnellere Zwilling. Ja, komm mal mit. So, Line of Sight ist auf jeden Fall unterbrochen. Er weiß nicht mehr, wo ich bin. Zertretenes Salz. Ja, das können wir leider auch nicht mehr löschen. Ein Stern hier. Schade. Aber da hört man es jetzt auch. Die Bestätigung, dass das die Zwillinge sind. Es kann auch kein Hantu sein, da er eben bei der ersten Jagd Line of Sight aufgebaut hat. Das kann der Hantu nicht. Der Hantu richtet seine Geschwindigkeit, seine Jagdgeschwindigkeit danach, wie warm oder wie kalt es ist. Deswegen die Zwillinge. Schade, dass das mit dem Geisterfoto nicht mehr geklappt hat. Aber das war doch eine recht schöne Runde. Auch wenn es nicht perfekt geworden ist. Hm. Dann hätten wir aber auch den Knochen noch suchen müssen, ne? Naja, wer weiß, wofür es gut war mit dem Foto hier. Welches nicht gelungen ist. Gut, ihr Lieben, fahren wir mal. Zwillinge stehen für mich auf jeden Fall fest. Stand auch schon relativ früh fest. Oder der Verdacht war halt schon sehr eindeutig da. Ja. Welcome back. Wunderbar. $2016, ihr Lieben. Gleich geht es, wie gesagt, weiter. Dort wartet die Jagd ohne Jonai auf euch. Tür ohne Jonai. Also bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao.